Die Jugendbildungsstätte Haus St. Georg in Wegberg ist die Location, in der das Seminar Lauter starke Mädchen abgehalten wird. Vera Görz-Klumpen zum Angebot der katholischen Kirche. Lauter starke Mädchen ist ein Angebot der katholischen Kirche. Innerhalb der Region Mönchengladbach und Teinsberg wird das schon sehr lange angeboten, einige Jahre schon, und es wird gut angenommen von Mädchen jeglicher Konfession. Und wir freuen uns auch, wenn man Mädchen zweimal sehen, also es macht immer wieder Spaß. Und wer sich interessiert für die Jugendarbeit der katholischen Kirche, da gibt es nämlich eine Vielfalt, außer Mädchenarbeit auch andere Angebote, der geht ins Internet und schaut nach unter www.jugend-mg.de. Zum Kennenlernen und zur Auflockerung gibt's erstmal ein Kissenrennen. Oh, das ist aber voll unfair. Ja, darfst du auch nichts sagen. Lauter starke Mädchen ist eine Veranstaltung, die Mädchen stark machen soll. Da geht es über Übungen um den Aufbau einer inneren Haltung. Und die äußert sich auch. Die äußert sich für die Betrachter. Es geht darum, dass ich eine gute Körperhaltung habe, dass ich eine laute Stimme habe, dass ich einen festen Blick habe. Es geht aber auch darum, dass ich ein starkes Nein sagen kann, dass ich meine Grenzen wahre, dass da keiner einfach drüber latscht und etwas mit mir macht, was ich nicht möchte. Und es geht darum, dass ich auch bewusst habe, ich kann unangenehme Situationen beenden. Ich habe dazu Mittel und Wege, und hier gibt es Handlungsmöglichkeiten dafür, die erfahren werden. Was hindert mich daran, wirklich Opfer zu werden? Denn wir haben ja gehört, dass Täter ihre Opfer kennen. Und es gibt bestimmte Verhaltensweisen, vielleicht sagt er noch mal ein, zwei Verhaltensweisen. Was ist denn so typisch für ein Opfer? Also ein Opfer ist, wenn man ganz leise redet und wenn man so schüchtern ist, sich klein macht und so. Welche körpereigenen Waffen habt ihr denn, wenn ihr wirklich mal in eine blöde Situation geratet? Was könnt ihr denn dann machen? Kim. Die Stimme. Also wir können laut um Hilfe rufen. Treten. Schlagen. Spucken. Kratzen. Damit wir aber erst gar nicht in diese Situation kommen, kratzen, treten, schlagen, beißen zu müssen, ist es ja wichtig, dass wir Leute, die wir nicht mögen, wo wir ein komisches Gefühl haben, dass wir die gar nicht so nah an uns ranlassen. Ihr müsst signalisieren, wo eure Grenze ist, damit andere nicht einfach drüber trampeln. Das ist auch eine Aufgabe, die ihr habt. Aber wenn jemand dann trotzdem noch so dreist ist und das nicht beachtet, dann müsst ihr den stoppen. Spürt in euch rein, ihr kennt die nicht, die sind größer als ihr. Guck mal, wie nah ihr die an euch ranlasst. Stellt euch das bitte mal vor. So, und los. Stopp. Halt, stopp! Als letztes Mittel bleibt dann nur noch das nonverbale Nein. Aber auch der Einsatz der Fäuste will geübt sein. Und wo ist denn die Schlagfläche? Womit schlagt ihr denn? Hier. Was denkt ihr? Genau, das ist die Schlagfläche. Jedes Mädchen zieht ihr ganz eigenes Zwischenresümee. Ich habe von diesem Wochenende erwartet, dass ich neue Freunde finde, selbstbewusster werde und mich wehren kann. Also von dem Wochenende habe ich erwartet, dass ich lerne, mich etwas besser durchzusetzen. Heute haben wir gelernt, dass wir mehr Nein sagen und dass wir auch selbstbewusst, also dass wir besser rüberkommen, dass wir nicht lächeln, wenn einer auf uns zukommt, und Stopp zu sagen. Meistens hilft es jedoch, sich deutlich zu artikulieren und Nein zu sagen. Deshalb gibt es zur Übung den Nein-Sagekreis. Was denkst du, Emily? Nein. Eva. Wenn man so, nein, ich möchte das nicht. Oder wenn man, nein, ich möchte das nicht. Nein. 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 Nein.